ihr habt das jetzt nicht gesehen. Nehmen wir mal an, die Barbaren oder der Drache. Der Drache ist ein S, Neutrum. Das lassen wir mal zählen und die Barbaren sind, weiblich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas. Ja, in der heutigen Folge werden wir mal so angreifen, dass wir nur weibliche Truppen benutzen. Ja, ist nichts Besonderes, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Und ja, bevor wir das jetzt tun werden, werden wir drei aus dem Clan besuchen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich hoffe, mir schmiert das Aufnahmeprogramm nicht wieder ab. Ich glaube, mein Aufnahmeprogramm ist so ein Hipster Minecraft YOLO Swag Kitty, was ich immer darüber lustig macht, wenn ich mich aufrege. Okay, der erste, der besucht werden wollte, ist, Mikael Pes, genau. Besuchen wir ihn mal. Okay. Kann noch ein anderer YouTuber kommen, David? Wer denn? Ja, eine Ratus Level 10 Trophy Base. Was man auch sieht, er ist viel zu früh hochgegangen. Er hat geschrieben, dass er das alles von App Bounty hat. Ja, wenn du die Zeit hast, 5 Milliarden Apps runterzuladen. Aber so von der Konstellation her, für so ein Ratus-Level 10er, geht das eigentlich relativ. Inferno stehen in der Mitte. Magiertürme, ja. So eine Base kann man eigentlich schwer beurteilen, wenn man ganz ehrlich ist. Was sind es von der Aufstellung her? Ja, komm, die 8er und 9er Mauer sind die richtig unnötig. Was ich dir empfehlen würde, erstmal die Mauern alle auf 5 zu machen. Und dann würde ich gucken, die langsam auf 6 zu machen und zwischendurch einen Flächenschaden hochzumachen. Also die Magiertürme und die Minenwerfer. Little Luxo HD heißt er bei YouTube. Okay. Mir wurde gerade nicht so viel in den Chat zu schreiben während der Aufnahme und das werde ich auch tun. Ja, erstmal Flächenschäden hoch, Magiertürme und dann die Einzelziele hoch. Und dann vielleicht irgendwann, wenn du weiter bist, X-Bögen und dann läuft das eigentlich schon. Nur das Problem ist, du kriegst jetzt hier weniger Loot bei schwächeren Gegnern. Das kann fatal werden. Das kann echt fatal werden, aber ist ja deine Entscheidung. Ich bin auch mal zu früh hochgegangen. Von 7 auf 8. Ich dachte mir so, YOLO, machen wir es einfach. Der nächste, der besucht werden wollte, ist der DJ 2000. Ich glaube, mit dir war ich schon früher mal in einem Clan, oder? Rats Level 9 gerade hochgegangen. Das sieht man. Du hattest vorher, glaube ich, diese mega hammer gute Base. Rathaus 8er. Warte, ich nehme im Moment auf. So. Ja. Was die Rathaus Level 8 Base, die du vorher hattest, scheint relativ max out gewesen zu sein, bis auf die Kanonen und die Bogenschützentürme. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn man muss ja immer den Flächenschaden hochmachen. Du scheinst sehr viel Elixier zu besitzen. Ja, ich kann auch nicht so viel sagen zu der Base, weil du gerade hochgegangen bist. Und deine Mauern, ja, die sind ja hier, die musst du erstmal upgraden. Das dauert 2-3 Tage ungefähr. Hier ein Bogenschützenturm auf 1. Oh, ist der nicht niedlich? Achso, kann ich ihn einladen? Ja, wie soll ich ihn einladen? Egal, Clanburg in der Mitte, der Barbarenkönig in der Mitte. Luftabwehr steht im Dreieck, den vierten musst du noch irgendwie hin positionieren. Die Magiertürme im Dreieck, den vierten bekommst du ja noch, beziehungsweise kannst du bauen. Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab. Ja, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Kann ich gleich wiederkommen? Ja. So, jetzt gucken wir uns Coolman an. Besuchen. Level 56. Rathaus Level 8. Farming. Einladen. Okay. Die Magiertürme, die Minenwerfer gefallen mir relativ gut, so wie die da stehen. Aber, ich finde, der steht etwas weit zu außen. Naja, wenn man das jetzt alles umändern würde, dann würde es auch blöde stehen. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die Luftabwehren stehen gut im Dreieck. Die Magiertürme stehen ganz falsch. Der hier ist viel zu weit außen. Der steht überhaupt nicht in den Mauern drin und der auch nicht. Da musst du dir eine neue Base einfallen lassen. Ich werde auch irgendwann mal wieder, glaube ich, so eine Rathaus Level 8er Farming Bases vorbestellen. Denn anscheinend sind ja relativ viele auf Rathaus Level 8 und da empfiehlt sich das. Hm.
Aber sonst, ich würde empfehlen, so die Mauern langsam auf 7 zu machen, dann die Flächenschäden hoch, die Magiertürme mindestens auf 4. Und dann ja die eine Kanone hier machst du ja schon auf 9. Ja, also so, die Base, die gefällt mir eigentlich relativ gut, wenn die Magiertürme nicht außen stehen würden. Wenn du dir eine andere Base machen, ja, ich empfehle dir eine andere Base zu machen, da die Magiertürme einfach nur beschissen stehen, sagen wir es so. Ja, und ich würde es auch sagen, ich gehe jetzt nach Hause und werde mir auch schon mal einen ganz schönen Gegner mit der Frauenpower snaggeln. Und bis gleich. Ich glaube, den nehmen wir uns einfach mal. Ich würde sagen, die Packers schicken wir vor, um zu tanken. Ja, wir haben nichts Gutes zum Tanken dabei. Die Frage ist, von wo wir angreifen. Ich würde sagen, von oben, weil von unten, da sind sehr viele Riesenbomben und so. Die sind tödlich bei dieser Truppenkonstellation. Schätzungsweise. Komm, YOLO. YOLO. Vielleicht ein paar ich hätte erstmal ein paar Bogenschützen außen rumlaufen lassen sollen. Ah ja, für alle, die es nicht wissen, die Packers sind ja weiblich. Das steht auch auf der offiziellen Seite von Supercell. Und jetzt kommen die Clan-Truppen raus. Das sieht echt nicht gut aus. Jetzt die Valkyren-Power. Und ein Heiler dahinter. Ich habe keine Ahnung, wie man damit angreifen soll. Und die Hexen setze ich etwas später. Da das im Moment noch keinen großen Sinn macht, die zu setzen. Hier ein Wutzauber. Ja, es geht. Der ist nicht perfekt gesetzt, aber schon in Ordnung. Und jetzt setzen wir die Hexen. Bogenschützenkönigin zünden. Das, was ich haben will, ist, ja, der Loot. Und das dunkle Elixier. Ja, ist auch Loot, aber trotzdem. Das dunkle Elixier wäre mir sehr wichtig. Hier, Heilzauber. Sind die Valkyren noch am Leben? Ja, tatsächlich. Alter, gehen die ab. Komm, Heilzauber. Ich hätte lieber zu viel als zu wenig. Vielleicht noch die Clan... Ah, in der Clanburg sind keine weiblichen Truppen drin, ja. Dann darf ich die Clanburg auch nicht benutzen. Hier ein... gerade noch perfekt gesetzt. Los, holt... eine Hexe ist noch am Leben. Los, Königin, bitte. Mach gleich den... Mach einen X-Bow kaputt. Und jetzt aufs Dunkle. Aufs Dunkle, Mann. Was verstehst du nicht am Dunklen? Los, hol dir das bitte. Hol dir das Dunkle. Los. Hol dir das Dunkle. Das Dunkle steht übrigens links von ihr, Bogenschützenkönigin, falls du es nicht wissen solltest. Ja. Weißt du, die Könige... Naja, was ist die König? Die Queen und der King. Die interessieren sie nur für Mauern. Wirklich, nur für Mauern. Ja. Oh nein, erst auf dem Magier. Ja, super. Was machen wir? Soll ich die Clanburg setzen? Ja, komm. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Nehmen wir mal an, die Barbaren oder der Drache. Der Drache ist ein S, ein Neutrum. Das lassen wir mal zählen und die Barbaren sind, weiblich. Ja, komm, Drache, du willst mich auch verarschen, ey. Geh doch aufs Dunkle. Geh aufs Dunkle, bitte. Ich hab dich nur losgeschickt, damit du aufs Dunkle gehst. Das schaffen wir nicht mehr von der Zeit her. Und es wäre sogar keine Luftabwehr mehr da gewesen. Aber diese Taktik haut eigentlich relativ rein bei so einem Dorf. Aber ich glaube, ich bin dabei zu überlegen, dass ich meine Valkyren langsam upgrade. Denn wie ich sehe, haben die sehr viel Power drauf. Ich meine, ab Level 4 haben die sogar eine goldene Axt. Das ist heavy, das ist echt heavy. Ja, schade, jetzt habe ich nicht mehr das Dunkle bekommen. Aber Gold und Elixier war reichlich drin in dieser Base. Ja, 130k Gold, es geht, aber 257k Elixier, das ist schon heavy, das ist echt heavy. Ja, komm, lad schneller. Okay, annehmen. Und ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, auch wenn wir ein Neutrum benutzt haben und die weiblichen Barbaren, lasst einen Daumen nach oben da. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen und über ein Abo. Abos sind immer willkommen und bis zum nächsten Mal. Ciao.